Guten Tag, wir sind die Bubble Buddies und in diesem Video wird euch erklärt, was die binomischen Formeln sind und wie man sie richtig anwendet. Die binomische Formel benutzt man, um Klammern mit Unbekannten zu lösen. Diese Unbekannte werden in der Mathematik als Buchstaben dargestellt. Diese werden Variablen genannt. Es gibt drei verschiedene binomische Formeln, doch wir beschäftigen uns heute nur mit der ersten. Sie lautet a plus b zum Quadrat. Das zum Quadrat hoch 2 heißt, dass man die Summe aus den Klammern einmal mit sich selbst multipliziert. Bevor wir anfangen, müssen wir die Klammern erst teilen. Also a plus b hoch 2 ergibt a plus b mal a plus b. Jetzt multiplizieren wir alle Zahlen aus der linken Klammer mit allen Zahlen aus der rechten Klammer. Also multiplizieren wir das a aus der linken Klammer mit dem a aus der rechten Klammer und das a aus der linken Klammer mit dem b aus der rechten Klammer. Und das b aus der linken Klammer mit dem a aus der rechten Klammer und nochmal das b aus der linken Klammer mit dem b aus der rechten Klammer. Das ergibt dann a hoch 2 plus ab plus ab plus b hoch 2. AB plus AB kann man ganz einfach zusammenfassen in 2AB. So, damit das verständlicher für euch ist, setzen wir für A und B die Zahlen 2 und 5 ein. Diese Klammer teilen wir dann wieder und wir haben 2 plus 5 mal 2 plus 5. Als nächstes multiplizieren wir wieder alle Zahlen aus der linken Klammer mit allen Zahlen aus der rechten Klammer. Also rechnen wir wieder 2 mal 2 und 2 mal 5 und 5 mal 2 und 5 mal 5. Nachdem wir das alles zusammengezählt haben, kommen dann 4 plus 10 plus 10 plus 25 raus. Wenn wir alles miteinander addieren, kommt das Ergebnis 49 raus. In diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr die erste binomische Formel anwenden könnt. Dies haben wir für euch nochmal in drei Schritte eingeteilt. Erster Schritt, die Klammern teilen. Zweiter Schritt, alle Zahlen aus der linken Klammer mit den Zahlen aus der rechten Klammer multiplizieren. Und den dritten Schritt, alles zusammenrechnen bzw. kürzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Bubble Buddies.